Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ihr habt jetzt eine Weile nichts mehr von uns gehört. Wir haben da Sommer einfach ein bisschen langsam gemacht auch. Ein Video habt ihr von unserem Urlaub gesehen, wo wir durch diesen Stolle in Österreich durch die Berge durchgewandert sind. Ja, und seitdem ist eigentlich auch nicht viel passiert. Jetzt bin ich gerade dabei, meine Jotte ein bisschen herzurichten. Ich habe angefangen, mich um die ganzen Eiseteile dahinter zu kümmern. Da sieht es nämlich nicht ganz so prickelnd aus, wenn ich mir die Dutch-Öfe so angucke. Der FC12 zum Beispiel hier, da haben wir Zimtschnecke drin gebacken und das ist leider schon eine Weile her. Das ist, wenn man einfach zu viel Töpfe rumstehen hat, dann bleibt manchmal der eine oder der andere bleibt dann auch stehen, aber der hier, der muss nur geputzt werden. Das kriegen wir hin. Wenn wir jetzt aber rübergehen zu dem FT18, der war schon länger nicht in Gebrauch und ist leider, das ist immer der unterste im ganzen Stapel, der ist feucht gestanden. Da gehen wir mit der Bürste drin. Ja, so Dutch-Öfe herzurichten, das ist kein Hexewerk, weil wenn wir uns jetzt den FT12 angucken, den ich jetzt mal kurz 2 Minuten unter dem heißen Wasser gehabt habe, dann sieht man, dass der mit ein bisschen Olivenöl dann wieder einwandfrei ausschaut. Und das ist ein bisschen schwieriger, aber da werden wir auch nicht eigentlich viel länger beschäftigt sein. Da gehen wir jetzt einfach mit der Drahtbürste dran und dann wird er auch wieder eingeölt. So, eingefettet sieht es dann so aus. Man sieht noch einen Rest von Rost. Für unseren Zweck ist es völlig ausreichend. Wenn da wieder drin gekocht wird, dann gibt sich das alles mit der Zeit. Höhere Ansprüche haben wir da gar nicht dran. So, unser Topfturm steht wieder. Außen genauso dreckig wie eh und je. Innen sind sie wieder aufgehübscht, sodass es einfach weitergehen kann mit der Kochsaison im Herbst. Jetzt dann. So, wenn jetzt in der Jotte ein bisschen aufgeräumter ist, dann ist zum einen ein bisschen mehr Platz wieder und zum anderen hat man dann auch eine kleine Belohnung verdient. Und ganz neu habe ich nämlich hier das Wende-Waffeleise von Petromax. Da schaue ich jetzt zumindest mal noch rein. Schön schon mal, dass es keine Styroporblöcke sind, sondern das Pappteilchen, die das Ganze schützen. Was kommt da raus? Da kommt ein Aufsatz raus, der soll gut in der Atago reinpassen. Und dann dieses, schwer, dieses wunderschöne Waffeleisen hier zum einen zum Aufklappen und zum anderen mit dieser Lagerung, dass ich es schön wenden kann. Also ich glaube, das könnte ein Teil sein, was uns viel Spaß macht. Ja, aber dazu gibt es ein andermal mehr, weil ich habe vor, noch ein bisschen rumzuräumen hier, ein paar Kleinigkeiten noch zu machen. Und ja, dann brauchen wir schon einen Waffelteig. Aber ich denke, das wird sicherlich eines unserer nächsten Videos wäre, zu sehen, wie man mit diesem Waffeleisen zurechtkomme. Bis dann, Dankeschön fürs Reinschauen in unsere Jotte. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag noch. Euer Ralf von Jotteland.